abgezeichnet. Jubel, Aufstieg, Begeisterung und dann das Krawalle. Gestern Abend im Stadion nach dem 3:0 der Frankfurter Eintracht ging's schon los und in Altsachsenhausen weiter. So kurz vor der Weltmeisterschaft machen sich da Sorgenfalten breit. Unschönes Ende einer Aufstiegsfeier vergangene Nacht im Frankfurter Apfelweinviertel Sachsenhausen. Zwischen der Polizei und etwa 500 meist alkoholisierten Fußballfans kommt es zu teils heftigen Auseinandersetzungen. Bierflaschen fliegen, eine Polizistin wird am Knie verletzt. 27 Eintracht-Fans werden vorläufig festgenommen. Heute am Tag danach erheben Fans, die die Ausschreitungen miterlebt haben, schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen der Polizei. Irgendwann sind hier Polizisten in Hundertschaften reingestürmt, haben die Leute weggeprügelt, haben Schlagstöcke zum Einsatz gebracht, haben Tränengas versprüht, neben mir Mädchen gestanden, die sich die Lippen, die Seiten gehalten hat. Und das waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich bin jetzt noch völlig geschockt und konsterniert eigentlich. Der erste Verletzte des Tages, ein Ordner im Stadion. Eine Polizeikamera filmt die Rangelei in der Fankurve. Die Polizei reagiert mit dem Einsatz von Pfefferspray. Heute, bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz, rechtfertigt die Polizei ihr umstrittenes Vorgehen in Sachsenhausen. Es ist doch nicht die Polizei, meine Damen und Herren, nicht die Polizei, die da mit Freunden aufmarschiert, um die Auseinandersetzung mit den Fans zu suchen, sondern es sind doch immer wieder Hooligans, Randalierer, die das Auftreten der Polizei und das Erscheinen der Polizei erforderlich machen. Die Ausschreitungen ein bitterer Beigeschmack des Aufstiegs. Ungetrübte Freude hingegen bei den Spielern und bei den Kassenwärtern der Stadt Frankfurt. Ein Erstligist Eintracht Frankfurt verkauft sich einfach besser. Jährlich 3 Millionen Euro mehr sollen allein die Tickets einbringen. Hinzu kommen die Sponsoren. Damit wird es für die Stadt leichter, die 93 Millionen Euro für das neu gebaute Stadion in den nächsten 15 Jahren aufzubringen. In den 15 Jahren können wir 2, 3 zweite Bundesliga-Jahre verkraften, aber den Rest muss die Eintracht in der ersten Bundesliga spielen, sonst können wir die 93 Millionen nicht finanzieren. Dann hätte der Stadtkämmerer aus der Stadtkasse was hinzugeben müssen. Das brauchen wir jetzt zumindest in der nächsten Saison nicht. Und ich hoffe ja dann, wenn die Eintracht sich stabilisiert, dass sie auch in den nächsten 15 Jahren in der ersten Liga spielt. Sportlich stimmt's, doch nach dem Triumph hat das Image gestern Nacht leichte Kratzer erlitten. Bis zum Eintracht-Auftaktspiel in der ersten Bundesliga will die Polizei ihr Sicherheitskonzept verbessern, damit sich solche Bilder wie vergangene Nacht nicht wiederholen.